Als wir das Projekt angestoßen haben, war von der Flutkatastrophe im Ahrtal und auch von der aktuellen Energiekrise noch keine Rede. Dennoch haben wir damals gesagt, wir wollen den interkommunalen Wettbewerb etwas anstoßen, nochmal sensibilisieren, wie wichtig das ist, erneuerbare Energien voranzubringen. Das war ein schöner Mosaikstein, um dieses Ziel zu erreichen. Der Landkreis Ahrweiler hat sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2030 klimaneutral zu sein. Wir als Sparkasse freuen uns, dass wir einen Beitrag dazu leisten können mit diesem Wettbewerb. Wir machen die Dächer voll. Das wird nicht alles lösen, aber es ist ein wichtiger Schritt, weil die Kommunen mit im Boot sind und damit natürlich auch eine gewisse Strahlkraft auf die Bevölkerung von diesem Wettbewerb ausgeht. Die Sparkassenstiftung Zukunftskreis Ahrweiler verfolgt verschiedene Stiftungszwecke. Neben Forschung, Bildung, Kunst und Kultur ist ein zentrales Stiftungsthema, was uns herausfordert. In diesem Jahr ganz besonders der Landschaftsschutz, den Naturschutz und damit auch das Thema Klimawandel. Die Energiewende wollten wir aktiv begleiten, darüber hinaus ein sehr niederschwelliges Angebot unterbreiten, dass die Gemeinden sofort teilnehmen können. Es sollte übertragbar sein, auch viel die Teilnahmemöglichkeit sollte da sein. Ein attraktives Preisgeld sollte ausgerufen werden und wir wollten unseren Beitrag dazu leisten, die Energiewende hier im Kreis Ahrweiler erlebbar zu machen. Wir sind zum einen sehr froh, dass wir gefördert werden. Das ist natürlich im Grunde genommen erstmal der Verdienst der Sparkassenstiftung mit dem Kreis Ahrweiler. Das ist so ein Projekt. Wir machen die Dächer voll, sprich die Dächer mit Photovoltaikanlagen zu bestücken, dass dieses Projekt überhaupt aufgerufen worden ist. Wir haben uns auch beworben und diese Bewerbung beinhaltete nicht nur die Dächer von uns als Kommunen, sondern auch die Dächer von Privaten, die Dächer von Unternehmen. Unser Plan ist, die regenerativen Energien hier in der Verbandsgemeinde voranzutreiben. Dazu zählt die Ausweisung von Freiflächen, Photovoltaikanlagen. Und dazu zählt hier insbesondere in der Verbandsgemeinde die Nutzung der warmen Quellen, die wir haben. Und allesamt sind Puzzleteile für die regenerativen Energien in der Verbandsgemeinde. Die größte Herausforderung in der momentanen Zeit ist, das Ganze auf Schnelligkeit hinzubekommen. Wir sind in einem Bürokratismus gefangen, wir sind in Formalitäten gefangen, wir sind in Gesetzen gefangen und das Ganze muss entschlackt werden. Nur so können wir die Ziele, die wir uns alle setzen, auch schnell erreichen. Der Vorteil einer Stiftung ist, dass wir eben nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sehr wohl nach Impact, nach Nutzen-Stiftungsgesichtspunkten agieren. Und in dem Fall war es uns möglich, hier mit großem Engagement dem Umweltschutz zu widmen dieses Jahr. Auch wir als Sparkassenstiftung haben nur begrenzte Mittel und das trieb uns zu der Idee eines Wettbewerbs, weil wir darüber die Möglichkeit haben, eine Leistungsorientierung auszurufen und das eben nicht im Gießkannenprinzip linear zu verteilen. Wir überreichen zwei verschiedene Preise. Das machen wir, um die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Gemeinden zu berücksichtigen. Wir haben den einen Preis, den wir in absolutem Ausbau der Photovoltaikleistung messen und dementsprechend überreichen. Und den zweiten Preis überreichen wir in der relativen Messung. Dort wird der Ausbau der Photovoltaikleistung ins Verhältnis der Einwohnerzahl gesetzt. Wünschenswert aus Sicht unserer Stiftung wäre natürlich, dass wir unserem Auftrag Zukunftsstiftung gerecht werden, wenn wir hiermit einen positiven Beitrag für den Landkreis Ahrweiler setzen können, der am Ende messbar ist in CO2-Einsparungsvolumen, der aber auch an dem Erhalt der Attraktivität als Tourismusregion festgemacht werden könnte.